Was hat Ernährung mit chronischen Krankheiten zu tun? Das fragt sich Professor Dr. Gary E. Fraser im Rahmen der zweiten adventistischen Gesundheitsstudie. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Interview. Gary E. Fraser ist Professor für Medizin und Public Health an der Loma Linda Universität in Kalifornien. Herzlich willkommen. Gary, what's the topic about Gary, the second Adventist worum geht es in der zweiten adventistischen Gesundheitsstudie? Es ist eine Studie über Krebs, die gängigen Krebsarten wie Darm, Prostata und Brustkrebs. Uns interessiert dabei vor allen Dingen der Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und dem Krebsrisiko. An der Studie nehmen 125.000 Adventisten teil. Wie kommt das? Warum nur Adventisten? Es nehmen 96.000 Adventisten teil, die in den USA leben. Das Interessante an dieser Gruppe ist, dass sie verschiedene Ernährungsgewohnheiten hat. Einige sind strenge Vegetarier, manche Lacto-Vegetarier, andere essen genauso viel Fleisch wie ihre Nachbarn. Es handelt sich hier also um viele verschiedene Essgewohnheiten. Daraus ergeben sich Fragen. Welche Ernährungsweise hat welche Auswirkungen? Wie fühlen sie sich gesundheitlich? Wie sind ihre Erfahrungen mit der Krankheit Krebs? Was sind die Hauptfragen dieser Studie? Unsere Fragen sind, ist Fleisch ein Risikofaktor für einige Krebsarten? Wir vermuten, dass dies der Fall ist. Des Weiteren fragen wir uns, ob das Essen von Soja wie eine Art Krebsschutz ist. Die Hälfte der in den USA lebenden Adventisten isst so viel Soja wie Asiaten, Chinesen oder Japaner. Daraus ergibt sich die Frage, wie geht es Menschen gesundheitlich, die Soja essen? Oder auch nicht essen. Ein weiterer Aspekt sind Milchprodukte. Nicht-Vegetarier essen im Vergleich zu Veganern Milchprodukte. Veganer nehmen keinerlei Milchprodukte zu sich. Lacto-Vegetarier wiederum essen halb so viel Milchprodukte wie Nicht-Vegetarier. Auch hier haben wir wieder eine Vielzahl von Ernährungsgewohnheiten. Gibt es schon erste Ergebnisse? Gibt es Ansätze über die Auswirkungen auf Krebserkrankungen? Bisher gibt es nur vorläufige Ergebnisse. Was die Auswirkungen auf Krebserkrankungen betrifft, haben wir noch gar keine Ergebnisse. Darauf müssen wir noch 2 bis 3 Jahre warten. Was wir allerdings haben, sind Ergebnisse zur Sterblichkeitsrate und in Bezug auf Diabetes und Bluthochdruck. Wir haben herausgefunden, dass Vegetarier immer besser abschneiden als Nicht-Vegetarier. Alle sind Adventisten. Sie haben ähnliche Lebensweisen, unterscheiden sich aber in ihren Essgewohnheiten. Nur die Hälfte oder sogar nur ein Drittel der Vegetarier haben Diabetes und wiegen 20 bis 25 Pfund weniger als Nicht-Vegetarier. Das kann durchaus ein Grund sein für die wenigen Diabeteserkrankungen. Vegetarier haben auch niedrigeren Blutdruck und sind weniger gefährdet von Herz- und einigen Krebserkrankungen. Es kann sein, dass die Ergebnisse der neuen Studie ähnlich sein werden wie die früherer Studien. Auch frühere Studien haben gezeigt, dass vegetarische Kost eine gesündere Ernährung ist. Es handelt sich hier also nicht um endgültige Ergebnisse, sondern um erste Tendenzen. Auf die abschließenden Ergebnisse warten Sie noch. Wie lange wird es dauern, bis diese vorliegen? Wie bei jeder Studie, in der es um Menschen geht, müssen wir warten, bis wir genügend Krebs- und Todesfälle haben, um die Fragen so präzise wie möglich beantworten zu können. 2 Drittel des Weges haben wir hinter uns. Wir brauchen noch 2 bis 3 Jahre, um diese Studie abschließen zu können. In 2 bis 3 Jahren wird die Studie also abgeschlossen sein. Es ist so, dass solche Studien immer weitergehen. Aber zu dem Zeitpunkt sollten die ersten Ergebnisse vorliegen, mit der wir die eine oder andere Frage beantworten können. Es kann sehr gut sein,
dass wir diese Studie dann verwenden werden, um andere Aspekte zu betrachten, wie zum Beispiel Demenz oder Herzerkrankungen. Dadurch können wir weitere und noch bessere Ergebnisse erhalten. Ich würde also nicht sagen, dass die Studie in 2 bis 3 Jahren abgeschlossen sein wird, aber dann werden einige wichtige Ergebnisse vorliegen. Haben Sie bisher Dinge herausgefunden, die Sie überrascht haben? Was uns am meisten interessiert, ist, ob die strengen Vegetarier besser oder schlechter abschneiden als die Lacto-Ovo-Vegetarier, die Milchprodukte und Eier essen. Adventistische Vegetarier sind eher Lacto-Ovo-Vegetarier. Trotzdem gibt es über 8000 strenge Vegetarier oder Veganer. Der Hauptunterschied ist lediglich, dass sie absolut keine Milchprodukte zu sich nehmen. Es ist nicht klar, ob das gut oder schlecht ist. Bei einigen Krebserkrankungen vermuten wir, dass Milchprodukte eine Art Schutz sind. Und das ist eine interessante Frage. Eine frühere Studie hat überraschenderweise ergeben, dass mindestens einmal täglich eine kleine Menge Nüsse zu essen Herzinfarkten vorbeugt. Menschen, die 4 bis 5 Mal und nicht nur einmal wöchentlich Nüsse gegessen haben, erlitten halb so wenig Herzinfarkte. Viele andere Studien sind auch zu diesen Ergebnissen gekommen. Nüsse beinhalten Fette. Man hat herausgefunden, dass nicht alle Fette gleich sind. Die in Nüssen enthaltenen sind einfach ungesättigte. Walnüsse beinhalten mehrfach ungesättigte. Diese Fette sind hilfreich. Gesättigte Fette, wie in Fleisch, scheinen in manchen Fällen eher gesundheitsschädigend zu sein. Okay, so eating nuts is Der Verzehr von Nüssen ist also gesund. Haben Sie weitere Ernährungstipps für uns? Aus früheren Studien, für diese ist es noch zu früh, ja. Wir wissen, dass der Verzehr von rotem Fleisch, also Lamm, Schwein und Rind, das Darmkrebsrisiko zu erhöhen scheint. Das haben einige andere Studien ergeben, das sei hier noch einmal erwähnt. Wir haben auch herausgefunden, dass das Essen von Obst das Lungenkrebsrisiko verringert. Und auch hier sei erwähnt, dass andere Studien auch zu diesem Ergebnis gekommen sind. Fleischessen erhöht das Herzinfarktrisiko. Vor allen Dingen bei Männern ist es so, dass Fleischverzehr, egal in welcher Altersgruppe, nicht gut ist. Bei Frauen gilt das besonders im mittleren Alter. Sind sie 80 oder älter, scheint es keine Rolle zu spielen. Warum das so ist, können wir leider nicht sagen. Okay, thank you. Vielen Dank für den kleinen Einblick in die Studie und für das Interview.